So, liebe Mitmenschen, ich muss jetzt da hingucken. Bin ich total nicht gewohnt, weil ich glotze jetzt hier mal auf den Vlogging-Monitor. Muss ich mir abgewöhnen. Jetzt sind wir hier an der Duppacher Mineralquelle. Duppacher Drees, genau genommen, wie man das so sich schimpft. Ne? Da kann man das sehen. Ja, sieht man das? So. Ja, aber das ist natürlich nicht das eigentliche Ziel. Ne? Da bin ich ja schon ein paar Mal gewesen. Das ist ja nicht neu. Aber natürlich gehen wir hin. Und nehmen mal einen kräftigen Schluck. Was machen die Zigarettenkippen hier? Ja, so sieht das hier aus. Mal sehen. Da. Ja, und so sitzen wir dann wieder mal am Duppacher Drees. Der Ton, der wird komisch sein. Das halt hier ein bisschen. Und boah. Oh, alter Schwede, das nenne ich mal eisenhaltig. Cool. Ist aber wie gesagt nicht das eigentliche Ziel. Was war das denn gerade? Sondern wir werden mal zu einem Lost Place gehen heute. Noch ein Schluck. Herrlich. Ich glotze immer in den Vlogging-Monitor. Ja, nun mal direkt so von vornherein. Ich habe ja ein paar Richtmikrofone für Smartphones speziell zugeschickt bekommen zum Testen. Die teste ich dann jetzt alle mal. Das erste ist schon ausgeschieden, weil trotz toter Katze, also Dead Cat drauf, ja, diesen Puschel, hat das bei Wind überhaupt nichts genützt. Hätte sie gleich ablassen können. Ne? Also Windgeräusche mit diesem sensationellen, ich sag's noch nicht mal, von der Markenfirma. Vielleicht werde ich es verlinken. Kannst in Tonne treten. Jetzt kommt die nächste Markenfirma daher und hat mir ein Richtmikrofon zugeschickt. Teste ich auch mal. Ist jetzt hier auf dem Handy drauf, mit Vlogging-Monitor und. Und schauen wir mal, ob das bei Wind was nützt oder ob es überhaupt gut klingt. Wind habe ich leider jetzt keinen, aber okay. Ja, muss man mögen, ne? Also es geht noch. Ja. Es geht noch. Ja. Okay. Also haben wir unsere Mineralquelle getrunken, ne? So. Ja, dann geht's zum Lost Place, ne? Und was nehmen wir heute mit? An der EM 10 Mark II habe ich mal ein Fujinon 50 mm 1.9 dran geschraubt. Ja, ein solches Objektiv. Ist auch schon, ja, weiß nicht wie viele Jahre alt, wird wohl so 70er Jahre wird das wohl sein, vermute ich mal. Gucke ich nachher nochmal nach, verlinke ich euch dann mal die Daten oder erzähl das im Video nachher am PC. Ja, Fujinon. Dieses Ding ist radioaktiv, wenn ich mich richtig erinnere. Oder aber ich habe es aus der anderen Kiste rausgekramt. Gucken wir gleich mal. Ja, 1.9. Eigentlich so nichts Besonderes. Fuji hat so einige Objektive mit 1.8, 1.9 oder sowas rausgebracht. Ja, und dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, Auto abschließen und dann geht's mal rauf. Erstmal zu dem Lost Place und dann haben wir noch so ein, zwei Quellen, die wir uns auch noch mal angucken wollen. Die hatte ich noch nicht auf dem Schirm und dann geht's zum Essen und nach Hause. Je nach Wetterlage. Nächste Meldung am Lost Place dann. So, also angekommen, ne? Ja. Lost Place erreicht, ging eigentlich so. Die Streckenführung war nicht ganz so der Hit, ne? Aber im Endeffekt kommt man ja immer an. Ja, was gibt es hier zu sehen? Das hier. Ja, da versuche ich gleich noch mal ein bisschen drum herum zu gehen. Reingehen tut man natürlich nicht. A, abgesperrt, B, zu gefährlich. C, Zeckenalarm. Ne? Muss durch dieses Gestrüpp wahrscheinlich kriechen. Ja, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ich werde gleich natürlich noch mal ein paar Bilder machen. Ich kann nur schon sagen, 50 mm Objektiv war hier natürlich wieder mal eine Fehlentscheidung, war ganz klar. Wusste ich aber auch, dass das nicht hinkommt. Aber irgendwann muss ich die 50 mm Objektive ja auch mal abarbeiten, so viele wie ich davon habe. Dann mache ich ein paar Bilder mit dem Smartphone dann noch mal. Wo sind wir jetzt hier? Wollte ich doch eben gesagt haben. Ne? Ja, das ist das Adenauerhaus, genannt Camp Konrad. Da könnt ihr dann mal im Internet, könnt ihr mal ein bisschen googeln. Ganz interessant, die Geschichte da. Ne? Und passt zu der heutigen Zeit so ein bisschen sogar, würde ich sagen. Ja. Ja, kann man genug von sehen, ne? Denke ich mal. Ja, man kann ja mal ein bisschen rumlaufen da um das Ding. So.
Ja, also erstmal ein bisschen rumlaufen, mal gucken, wie heute weiter rumkommen. Kamera lasse ich mal hier liegen, da gehe ich gleich dann nochmal extra mit. Ja, gucken wir mal, ob wir noch die eine oder andere Sache einfangen. Bilder mache ich ja, wie gesagt, dann ja, mit dem Handy, würde ich sagen. Ja, mal gucken, ob wir hier rumlaufen können. Aber ich glaube, hier hört das schon langsam auf, weil hier ist das Gestrüpp schon ziemlich dicht. Ja. Und auf Zecken habe ich keinen Bock. Immer noch ein paar Meter. Kann man dann auch noch mal sehen. Also so ein richtiger Weg geht hier nicht rum. Das ist alles so ein bisschen, ja, Zeckenalarm. Ja, ich denke mal, kann man ja genug sehen, ne? Wind geht zurzeit keiner. Ich hätte ja gerne mal das Mikrofon getestet. Aber was soll's. Und die Luft steht hier oben. Ja, warum hat man das hier gebaut? Kann man alles im Internet nachlesen. Sehr, sehr interessant. Wenn ich mich nicht täusche, ist das sogar noch nicht mal richtig benutzt worden. So, ja. Ja, wie gesagt, reingehen tun wir nicht. Vielleicht kann man es von der anderen Seite aus noch mal ein bisschen sehen. Dann mache ich mal ein paar entsprechende Bilder. Schicker Lost Place, den man in der Gegend mal machen kann, wenn du mal so eine Quellentour machst hier, Duppacher Drees. Duppacher Drees waren wir ja auch. Ja. Kann man so eine Quellentour machen, ist ja auch nicht schlecht. Dann kann man hier mal hochlaufen. Das sind ungefähr 35 Minuten oder was gewesen, hier hochzulaufen. Ging eigentlich, ja wie gesagt, Streckenführung war nicht ganz so der Hit, hat nicht ganz so gestimmt. Diesen Zwischenweg, um abzukürzen, den haben wir von unten aus jedenfalls nicht gefunden. Ja, und dann würde ich sagen, mache ich mal ein paar Bilder und dann sehen wir uns weiter unten an der nächsten Stelle wieder. Ja, Abflug aus Zeckenhausen, ne? Da hast du echt schon Zecken direkt am Bein, wo du nur so ein paar Blätter streifst hier, ne? Also Zeckenplage haben wir hier wirklich echt extrem, musst du höllisch aufpassen. Ja. Und noch nicht mal irgendwie abseits der Wege großartig hier. Nur so wirklich ganz so knöchelhoch das Gras. Da ist schon alles zu spät, ne? Hund und Mensch Zecken. Ja, ist eine echte Plage geworden. Also aufpassen hier. Ah. Und irgendwelche blöden Fliegen hier. Naja, gut. Wir gehen jetzt mal runter zum Drees wieder und dann werde ich mich mal auf Zecken untersuchen. Mal schauen und dann geht's ab zur nächsten kleinen Sehenswürdigkeit. Ja, dann würde ich mal sagen, bis gleich. So, also sind wir dann jetzt hier an der Wehrmachtsquelle, ne? Sogenannte Wehrmachtsquelle. Kommt man schlecht dran, um mal irgendwie einen Becher reinzuhalten, ist hier alles so ein bisschen glitschig und zu, ne? Und ich habe auch nicht unbedingt gerade ein Schild gefunden, wo drauf steht, dass das hier schon Trinkwasserqualität ist. Obwohl, das ist zur Trinkwassergewinnung. Aber man kommt sehr schlecht dran. Sieht hier auf dem Video vielleicht einfacher aus, als es ist, aber müsstest du da durch die Walachei halten. Na egal, fahren wir mal zur nächsten Quelle, würde ich sagen. Ne? So, jetzt also Utzigquelle oder wie das heißt. Ne? Ich glaube, Utzigquelle heißt das, ja. Auch gefunden, kann man dann auch zurückgehen. Noch kurz probieren. Wie das schmeckt. Aber ich glaube, das ist keine Mineralquelle, das ist einfach nur eine richtige Wasserquelle, meines Wissens nach so. Ja. 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 Dann mal ohne Kohlensäure. Ja, dann würde ich sagen, jetzt geht's ab nach Balasvis Gyros essen. Ne? Ja, liebe Freunde der Fotografie und Retrofotografie. Heute mal das schöne Wetter wieder ausgenutzt und mal eine kleine Tour gemacht mit einem, ja, nicht ganz so alten Objektiv, aber ein Retro-Objektiv. Ja, wo sind wir hingefahren? Mal so einen kleinen Lost Place aufgesucht. Das lag mir schon so lange so ein bisschen auf den Nieren, da mal hinzufahren. Ja, aber da sich das nicht lohnt für so ein paar Minuten wandern oder eine Stunde oder zwei wandern, so weit in die Eifel runterzufahren, hat man das natürlich ein bisschen verbunden mit noch zwei anderen Quellen. Und das Wichtigste zum Schluss bei meiner Lieblings-Gyros-Bude in Weilerswist Gyros essen. Ja, und da kam dann natürlich prompt die Sonne raus und die haben da keine Sonnenschirme. Ja, wie dem auch sei, was haben wir mitgenommen? Kleine leichte Kamera, Olympus EM10 Mark II.
Und draufgeschraubt hatte ich dann ein X-Fujinon, also ein Fujinon 50mm 1.9. Teilweise aus Plastik das Ding. Fuji Bayonet, also X-Fujinon Fuji Bayonet. Da brauchst du einen solchen Adapter für. Ja, in diesem Fall auf MFT. Also du brauchst einen Fuji Adapter auf dein System halt. Ja, so. Und da hier der Blendenhebel immer nach vorne gespannt sein muss, ist das so, dass wenn du dieses Objektiv hier drauf machst auf diesen Adapter, ja, so, dann kannst du die Blende erstmal nicht verstellen. Du musst diesen Adapterring verriegeln, ja, und dann kannst du die Blende verstellen. Das heißt, die Blende wird auf Deutsch gesagt vorgespannt und dann ja, ist ein bisschen halt andersrum. Bei anderen Objektiven, bei anderen Adaptern kannst du das direkt über diesen Ring machen, aber hier musst du praktisch die Blende nur vorspannen und dann wird das über diesen Ring dann, über den ganz normalen Blendenring dann geregelt. Das haben einige Objektive, dieses kleine Problem. Funktioniert sehr gut, ist ein sehr hochwertiger Adapter, ne? Lohnt sich sowas zu kaufen, dann wenn man mehrere solche Objektive hat. Ich habe, weiß der Teufel, wie viele Adapter hier liegen. Ja, wie dem auch sei, ein Fuji-Objektiv, offenste Blende 1.9 und die geschlossenste Blende ist dann 16. Die Naheinstellgrenze liegt hier bei 0,6 Meter. Ja, das ganze Ding fokussiert sehr sauber, sehr gut. Die Blende ist geklickt, manche haben ja Blende nicht geklickt. Hat es denn Zwischenblenden? Das hat keine Zwischenblenden. Wenn du auf 1.9, 2.8, nein, keine Zwischenblenden. 1.9, 2.8, 4, 5, 6 und so weiter, Feierabend. Ja, funktioniert sehr gut. Das könnt ihr vielleicht jetzt hier nicht erkennen. Ich habe ja anfangs vermutet, es könnte ein radioaktives Objektiv sein, weil ich echt nicht mehr wusste, ob ich das aus meinem Radioaktivschrank geholt habe oder nicht. Ich bereite die Dinger immer so für ein paar Tage, paar Touren vor, mitsamt Adapter, lege mir das so auf meinen Schreibtisch. Jetzt wusste ich das nicht mehr genau auswendig. Und ja, das könnt ihr vielleicht nicht sehen in dem Video, aber die Linsen hier drin sind leicht gelblich, je nach Lichteinfall. Und das ist dann wieder mal der Beweis dafür, dass nicht jede gelbliche Linse auch gleichzeitig radioaktiv ist, weil, wie gesagt, dieses Ding hier ist nicht radioaktiv. Sondern das ist einfach nur die Vergütung da drauf. Ja, wie gesagt, zum größten Teil aus Plastik. Ja, aber sehr hochwertig. Also Plastik ist jetzt immer so ein Wort. Es gibt Plastik und Plastik. Ne? Also ich habe hier Plastikobjektive da. Und zwar von sehr teuren, namenhaften Herstellern. Wenn du die anfasst, da denkst du, was ist denn das für ein Billigkram? Ne? Was ist das für ein Schrott? Was ist so ein billigen Plastik? Vom Anfassen schon so komisch, ne? Aber hier zum Beispiel ist das vom Anfassen her hochwertiger Kunststoff, so möchte ich es mal sagen. Das macht einen sehr wertigen Eindruck. Ne? Also es ist dann durchaus schon ein sehr schönes, sammelwürdiges Objektiv. Ja, ich wollte eigentlich nachgeguckt haben, welches Baujahr die Dinger sind, aber das schenke ich mir. Müsste halt mal gucken, vielleicht schreibe ich es in der Beschreibung noch unten rein. Also Fuji Photofilm Japan X Fujinon 50mm 1.9 FM. Ja, sehr sauber, sehr schön, hat in meinen Augen sehr gute Bilder gemacht, hat richtig Spaß gemacht, passt auch gut, es ist nicht allzu schwer, es ist relativ leicht, passt natürlich dann auch sehr gut an so eine leichte Kamera oder an eine Pen-F hier oder so eine EM10 und so, ja, ist richtig gut. Natürlich habe ich eine Streulichtblende drauf gemacht. Wackler. Ist mir heute schon bestimmt 10-mal runtergefallen, das Ding. Vielleicht werde ich auch alt, kann ja auch sein. Streulichtblende drauf gemacht. So, von diesen Streulichtblenden in verschiedensten Ausführungen mit verschiedensten Durchmessern und bla 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 habe ich auch immer genug rumliegen oder Adapterringe. Also bei Objektiven, wo die Linse hier so ziemlich weit vorne liegt, mache ich sowieso immer eine Streulichtblende drauf. Und manchmal ist das ein bisschen blöd, je nach Lichteinfall kannst du deine Position ja nicht immer unbedingt ändern. Kannst du natürlich die Hand vors Objektiv oder übers Objektiv halten, aber was soll's. Ich nehme immer so eine Streulichtblende mit nach Möglichkeit. Leistet sehr oft sehr gute Dienste. Ja, Achtung Krach. Ja, 50 mm war natürlich mal wieder klar. Das war nicht unbedingt so der Hit, weil du nicht so weit weggehen konntest von diesem Lost Place. Bei den anderen Sachen wie den Quellen und so ging es gerade ebenso.
Aber für solche Sachen an MFT ist das immer wieder so ein bisschen doof. Das ist mit 50 Millimetern ist das ja dann nicht so doll. Du kannst halt nicht weit genug, wie gesagt, weggehen und an den Quellen ja auch nicht. Dann fällst du irgendwo hinten im Bach rein oder was, ne? Ja, was mir sauer aufgestoßen ist, was heißt sauer aufgestoßen, aber aufgefallen ist, ist, dass die Zeckenplage immer mehr wird, ne? Ich bin also da oben nur durch so ein bisschen knöchelhohe Wiese gegangen und zack, Zecken, ne? Also da musste echt höllisch aufpassen. Also die krabbelten da gerade eben nur, die konnten alle schön nur abschütteln und zum Teufel jagen, auf Deutsch gesagt, ne? Aber das ist wirklich schlimm geworden. Also habe ich in dem kurzen Video vorher ja schon erwähnt. Ich bin, war das vor 2, 3 Jahren, mit meinem Sohn mal wegen dem Geocache unterwegs gewesen. Oder besser gesagt, auch wegen dem Lost Place. Und gleichzeitig einen Geocache gesucht. Ich bin also von so einem richtig breiten Versorgungsweg. Ich bin nicht ins Gestrüpp gegangen. Ich bin nur an so eine Parkbank gegangen. Da war der Geocache und habe dabei ein einzelnes Blatt gestreift. Und schon hast du so ein Krabbeltier da, ne? Und jetzt wirklich. Ja, ist schon sehr, sehr extrem geworden. Also für das nächste Mal Autan draufklatschen und dann lasse ich mich auch mal impfen mit dem gegen diesen Kram. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr schlimm geworden. Ja, dieser Lost Place, den wir uns dann gleich mal angucken, nochmal, den wir ja schon in dem Kurzvideo vorgesehen haben, kann man mal hingehen, aber wie gesagt, ist jetzt kein Ding, wo man extra aus entsprechenden Entfernungen hinfährt, um das mal gesehen zu haben. Ist dann schon angebracht, sich ein paar andere Sachen anzugucken. Unten ist natürlich der Duppacher Drees, das ist auch ganz witzig, da kann man auch mal ein bisschen was Wasser trinken. Ein Stückchen weiter vorne, in Steffeln, glaube ich, ist das Steffelner Drees und da ist das Steffelner Maar oder wie das heißt, oder Duppacher Maar, ich weiß gar nicht, das ist jedenfalls kurz vorher, also ist so eine Ortschaft, da kannst du parken, da kannst du um so ein Maar wandern, dann gibt es dann auch nochmal eine Quelle und die andere Quelle auf der anderen Straßenseite, die ist aber, soweit ich weiß, versiegt und kommst du kaum hin. Apropos Zecken, ne, die kannst du dann auch einfangen, da geht kein richtiger Weg hin. Ja, und muss man sich mal ein bisschen reingoogeln und muss in der Nähe mal ein paar andere Sachen sich noch angucken. Geroldstein, Daun, was weiß ich, was da ist. Wenn du Lust und Laune hast, kannst du von da aus auch schön mal nach Birresborn fahren. Also wenn du von den Quellen aus hier, die zweite Quelle war ja diese Wehrmachtsquelle. Wenn du von da aus dann mal weiterfährst Richtung Salm, gibt es eine schöne Strecke. Erst fährst du nach Birresborn und von Birresborn nach Salm. Das ist eine richtig schöne Schlängelstrecke hoch, ist auch für Motorradfahrer sehr schön. Oder du fährst nach Birresborn und fährst dann an dem Birresborner Drees vorbei. Das ist auch sehr interessant. Ein paar Kilometer weiter sind noch 2 weitere Quellen, muss man sich mal angucken. Oder du fährst in die Eishöhlen bei Birresborn. Kann man auch sehr gut hinfahren, parken, gar nicht weit zu laufen. Ne? 10 Minuten, Viertelstunde oder was bist du da. Diese Eishöhlen sind super interessant, da war ich auch schon zweimal. Taschenlampe mitnehmen, keine Handylampe, ich sag's ausdrücklich, keine Handylampe, die nützt dir da im Zweifelsfall nichts. Und ich sag's ganz klar, diese Höhlen sind frei begehbar, die sind aber nicht beleuchtet. Und wenn dir da das Licht ausgeht an deiner blöden Handylampe, dann hast du echt, echt gelitten. Ich sag's euch wirklich, es ist wirklich so. Nehmt euch richtige Lampen mit, die Birresborner Eishöhlen sind aber sehr, sehr interessant. Also müsst ihr euch da umgucken, gibt es genug Möglichkeiten, was man da noch mit dabei machen kann. Ja, wie gesagt, dann sind wir ja weiter zu den Quellen und sind noch essen gefahren und dann hat sich das für heute erledigt. Ja, war bei den Temperaturen dann auch schon richtig uncool für den Hund. Dann haben wir gesagt, komm, ey, ab nach Hause. Ja, nochmal zu dem Objektiv, gucken wir uns jetzt gleich nochmal mit an. Sehr empfehlenswert. Wenn wir uns jetzt die Bilder angucken, die sind alle unbearbeitet. Und ich glaube, ich werde das Objektiv behalten. Wenn wir uns jetzt die Bilder angucken, dann habe ich die zum ersten Mal auch richtig gesehen. Ich habe die jetzt eben nur, wie beim letzten Mal, auch nur mal kurz durchgeblättert. Und dann gucken wir uns jetzt gemeinsam zum ersten Mal an und schauen mal, was das Objektiv so kann. So einigermaßen kann ich mich noch an die Einstellungen erinnern, die ich mit dem Ding hier gemacht habe. Schauen wir dann mal. Na gut, also jetzt hier in Workspace gucken wir hier mal rein ganz kurz. Hier weiß ich genau, habe ich mit 1.9 fotografiert, auf den Pfeiler hier drauf gehalten. Da kann man sehen, dass das, ja, das war natürlich jetzt auch ein ungeeignetes Bild, um mal die Offenblende auszuprobieren. Ja? Das ist deshalb entstanden, weil, wie ich eben gesagt habe, wenn du diesen Adapter nicht verriegelst, der war dann auf so gestellt, da habe ich dann einfach geknipst, dann habe ich zwar den Blendenring eingestellt hier, das heißt,
Jetzt habe ich drauf getatscht. Das heißt, ich wollte eigentlich mit 5-6 fotografieren, aber wenn dieser Blendenring hier nicht, dieser Ring hier an dem Adapter nicht in die eine Richtung arretiert ist, funktioniert die Blende nicht. Dann kannst du hier an der Blende, auf Deutsch gesagt, ich drehe jetzt hier an dem Blendenring, ja, da kannst du also dran drehen, wie du willst, die Blende ändert sich nicht. Es muss also, dieses Blendenhebelchen muss auf jeden Fall hier gespannt sein, damit du dann die Blende bedienen kannst. Ja, und das habe ich nicht gemacht, ne? Der Adapter stand also noch so. Ich hätte ihn aber so verriegeln müssen, damit die Blende überhaupt arbeitet. Ich war also der Meinung, ich mache damit 5, 6 oder was weiß ich ein Bild. War aber nicht so, weil ich den Adapter noch nicht entriegelt habe. So, habe ich mich dann gewundert, weil ich die Bilder ja immer wieder in der Kamera auch kontrolliere und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, ne? Ja, und dann gehst du natürlich hin und korrigierst deinen Fehler dann mal. Und dann sieht das nämlich dann auch so aus, ja. Und dann kann man sich das mal angucken. Das ist mit 5-6. Das ist dann schon mal das erste Bild, wo wir sagen können, gestochen scharf. Das ist dann hier in diesem Häuschen praktisch. Ist das, wenn du hier das Treppchen runtergehst, dann ist das hier diese Quelle. Kannst du trinken dann, ne? Schmeckt ein bisschen eisenhaltig. Also es geht noch. Da habe ich schon wirklich deutlich schlimmere Sachen erlebt, wo ich mir gedacht habe, wenn du einen Liter trinkst, dann bricht die Federung von deinem Auto zusammen oder was. Ey. Aber das ging noch hier. Und hier haben wir das dann natürlich, ne, auch mit 5-6, so wie es sich gehört. Hier habe ich dann dasselbe Bild nochmal gemacht, Blende richtig gespannt, geht dann. So. Hier habe ich dann offen fotografiert und wenn wir uns das jetzt mal hier angucken, ja, das ist offen schon wirklich sehr, sehr schön offen. Und da ist dann immer wieder die Frage mit der Nachbearbeitung, aber das ist ein anderes Thema, das mache ich beim nächsten Mal mal. Ja, toll. Bei manchen Objektiven ist das einfach unnötig und überzogen und auf der anderen Seite kann man da ja auch eine ganz Menge andere Sachen an seiner Kamera mal fudeln, also naja, egal, nächstes Mal. Tatsache ist, dass das Ding schon sehr scharf ist, hier oben drauf, offen kann man sehen, Insekt, jo. Hier ist das Insekt nochmal. So, und für offen ist das schon wirklich sehr gut. So, das ist dann mit Blende 2.8 gemacht und das ist die nächste Blende, die dann direkt kommt. Also du hast hier 1.9, dann kommt direkt 2.8, ja. Und da ist schon wirklich richtig was los. Und das ist richtig, richtig scharf, das Bild. Das ist wirklich sehr, sehr scharf. Ich sage es gerne immer wieder, ne? YouTube und Konsorten und Instagram und was weiß ich für ein Pipapo, die versauen die Bildqualität, wollen wir nicht drüber reden. Das ist richtig scharf, das Bild. Egal, was auch immer ihr da seht. Ja. So, wenn man es bedenkt, so ist das Bild normal. Und so hast du dann das Insekt da drauf. Man kann ja mal übertreiben. Macht natürlich kein Mensch. Aber. So. Ja, die hatten eigentlich gar keinen Bock. Ne? Da habe ich einfach nur mal versucht, so ein paar Bildchen zu machen. Die kommen später nochmal zum Tragen. Ja, hier auch offen. Und hier ist das Ding gewesen bei dem anderen Bild mit der anderen Blume, hat die Sonne nicht so voll drauf geknallt, hier hat die Sonne volles Fund hier drauf geknallt und trotzdem geht das, kann man wirklich nicht meckern. Also so richtig chromatische Apparationen möchte ich hier nicht sehen, diese Überstrahlungen hier, weil das einfach zu hell ist, wenn die Sonne so drauf ballert. Die hast du auch bei richtig guten Objektiven zum Teil, ja, aber jetzt hier keine Farbsäume oder so, ja, das ist hier ein Schatten. Ja, Farbschatten darf, ne, also ich will das nicht als chromatische Apparation. Dafür ist das auch das falsche Bild, um das dann direkt sagen zu können. Also das ist ja dieselbe Farbe wie von dem Ding hier. Das ist klar, dann, ja, das ist natürlich ein Problem dann bei dem Objektiv. Das lässt sich ja so nicht leugnen, aber das ist ja ein gewollter Look. Kann man als gewollten Look sehen. Ja, jedenfalls, ja. Ja, es überstrahlt natürlich hier, ne, ganz klar. 1.9, bei dieser brennenden Sonne da volles Fund drauf. Was hatte ich eingestellt? ISO Automatik und Blende 1.9 ist eingestellt. So, hier bist du dann bei 2.8, da sieht das schon anders aus. Ja. Hier habe ich dann nochmal so eine Schärfenreihe gemacht. Da habe ich mich mal vor so ein Holzding dargestellt. Das hier ist anvisiert, habe ich das rote Schild. Das hier ist zum Beispiel 1.9. Das hier ist 2.8. Da ist schon absolut scharf. Absolut scharf, ja. Ja? Absolut scharf. Also 1.9 ist wirklich nicht schlecht.
ist natürlich nicht so gut wie 2,8. Dann hast du hier 4, war das 4? Kommt dann 4 bei dem Ding. 4. Und 5, 6. So. Und wenn ich solche Bilder hier sehe, ja, da habe ich hier mitten betont genommen, zum Beispiel als Messmethode, mitten betont. Und was auch immer ihr jetzt an den PCs da draußen seht, je nach YouTube-Qualität und dergleichen, das ist ein richtig cooles Bild. Wenn man diesen Bereich hier, wo der Stock sich anlehnt, hier an das Moos, das ist ein richtig cooles Bild geworden. Der ganze Bereich hier scharf, ich habe glaube ich mit 2,8 oder sowas fotografiert, bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Der ganze Bereich, wo sich das Wichtigste hier im Bild abspielt, richtig scharf, richtig schön, also wirklich alles zu erkennen. Ja, guckt euch das hier an. Das ist es, um was das geht, um was es ging, hier mal zu zeigen, das helle Moos und den dunklen Ast. Der ist gestochen scharf, der ist wirklich gestochen scharf. Das ist ein richtiges Bild, das ist so richtig, als ob diesen Pop-Off, Pop-Out-Effekt, das ist so richtig, als ob dieser Stamm mit dem Moos so rauskommt aus dem Bild. Das ist richtig, richtig toll. Also das, und die Farben sind astrein. Kann man auch hier schon wieder sehen. Ne? Das ist offen fotografiert. Ja, ich kann mir jetzt nicht mehr genau erinnern, welches Tütchen ich hier genau anvisiert habe, weiß ich nicht mehr. Ja, das ist mit 2,8 dann. Und das ist mit 5,6. Ja, so, und selbst mit 5,6 hast du einigermaßen, was heißt einigermaßen, der andere Krautkram hier, der ist ja direkt dahinter, ne? Also du hast dann schon Freistellung, ne? Ja, und dann kommen wir zu unserem, sorry, Adenauerhaus hier oben, ja. Ja, da ist natürlich ein Zaun drum, natürlich geht man da nicht rein, das ergibt sich aber eigentlich auch automatisch, so ziemlich verfallen das Ding und da, also da muss man schon lebensmüde sein, ne? Also der erste Punkt ist, der Zaun ist nicht umsonst da, der zweite Punkt ist, wenn man sich das anguckt, dann sieht das auch nicht unbedingt so hitverdächtig aus, so stabil mehr aus. Ist relativ groß, was heißt groß, aber ja. Ja. Und der dritte Punkt ist ganz einfach Zeckenalarm. Ne? Hier also auf dem Weg geht das noch, aber gleich hier, wie ich weitergegangen bin, also das ist echt, da habe ich keinen Bock drauf. Ne? So, zu der Geschichte kann man sich mal im Internet ein bisschen schlau machen. Das passt zu der heutigen Zeit, ne? Wie manche Leute versuchen, andere zu beeinflussen, wenn das so stimmt, was da alles so steht. Vorausgesetzt natürlich. Ne? Und was es für einen Sinn macht, da oben in diesem, wirklich in diesem Nichts an Land, da oben ist nichts, das ist Totenstille, das ist weit ab von nichts und ja, sollte das werden, Lustschloss oder was, keine Ahnung. Ja, jedenfalls kann man sich im Internet mal schlau machen, kannst du Adenauerhaus eintippen oder Camp Konrad kannst du mal eintippen, ja. Und da gibt es dann einige interessante Infos zu, auch andere YouTube-Videos gibt es dazu, ne. Und da bin ich dann drauf gekommen, da willst du dann mal dahin. So, jetzt gucken wir uns natürlich auch mal an. Ja, die Backsteinchen, die hier noch übrig sind, hier kannst du das sehen, also das ist ziemlich gefährlich, diese Betondecke, wenn das sich mal löst, wenn du darauf rumtalbst, ne, dann kannst du dich natürlich warm anziehen. Aber es ist scharf, das Objektiv, kann man hier auch sehen. Na hier, sollten wohl mal so Garagen werden hier unten oder was. Ja, hier war ich sehr verwundert. Ich habe da noch ein paar Handybilder gemacht von dem Camp Konrad, weil, wie gesagt, 50 mm, um das mal in der Gänze und so. Und ich bin nur mit dem Handy und mit dem, mit der Handykamera da mal rumgelaufen, so ein bisschen. Aber weiter hinten durch konntest du vergessen, da war das Gestrüpp dann schon wieder total hoch. Hier habe ich krampfhaft versucht, also das ist ein Ding gewesen, da weiß ich nicht, was da los war. Also laut Internet sind das sogenannte Kotkäfer. Aber das war ein kleines Loch. Und wenn du da reingeguckt hast, das war wie in einem schlechten Horrorfilm, ja. Das war wie in so einem Alien-Film, ohne Scheiß. War nur so ein kleines Loch und diese ganzen Käfer wühlten da die ganze Zeit drin rum und quollen wieder hoch und wieder rein, also auf der anderen Seite wieder runter und in der Mitte quollen die wieder hoch, ey. Und so, ey, was ist denn da los zum Teufel, ne? Also, und so, was das Objektiv dann da hier abliefert, so, ich wusste gar nicht, welchen Käfer willst du da jetzt anvisieren. Hab mich dann, glaube ich, irgendwann nachher für einen entschieden, ne? Aber allgemein gesehen, je nachdem, was du fokussierst, wenn du was fokussiert kriegst, bei dem Gewühl in diesem Dusternden da, das war gar nicht so einfach. Ne?
Wenn, dann ist das auch scharf. Ne? So, guck mal hier, da ist ein so ein Insekt zum Beispiel drüber gekrabbelt, über die ganzen Käfer hier. Ne? Hier sieht man noch so ein anderes Insekt. Das war ein Riesengewühl. Ich habe sowas noch nie im Leben gesehen. Ey. Und wie scharf. Guck mal, wenn du jetzt mal, das ist mir gar nicht aufgefallen so, ne? Also das Insekt habe ich wohl schon gesehen, weil wenn ich mit der Fokuslupe fokussiere, dann siehst du ja da sowas, solche Kleinigkeiten auch mal. Aber dass hier auch noch so eine Fliege sitzt, das habe ich natürlich, das sehe ich jetzt erst, ne? So. Und hier ist auch noch so ein Insekt. Und hier auch noch, guck mal hier. Ja, ich vermute mal, weil da oben, da gehen ja auch viele Wanderer entlang, denke ich mir mal, dass da vielleicht einer ein Häuflein hinterlassen hätte, aber nicht in so einem winzigen Loch drin, ey. Aber was, oder haben die ein totes Tier gefressen oder was? Ich habe keine Ahnung. Also so ein Gewühl, das war wirklich echt wie so ein Alien-Film, ne? Ganz geil, boah. Aber das Objektiv liefert scharf ab. Hat also funktioniert, wie man sieht. Ja, das ist noch so ein einzelner von diesen Käfern hier. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, da hätte man im Internet was gefunden. Ja, das hier ist auch so ein richtig schickes Bild. Schick ist Geschmackssache, aber finde ich cool. Ja, wächst aus so einem Baum am Wegesrand hier so eine kleine Tanne und so eine Blüte raus. Ja, und das ist dann wieder diese Quelle unten. Ja, das ist das Duppacher Dresden. Ja, die Kandidaten, die wollten nicht so richtig. Ne? Da habe ich noch mal ein bisschen hin und her probiert, Auto wieder parat gemacht und Hund eingepackt. Und dann habe ich mal versucht, so zwischendurch ein paar Bilder zu machen. Hat dann einigermaßen geklappt, aber die waren aber auch sehr, sehr weit weg. Da war dann selbst das 50er. Ja. Habe ich ein bisschen rumfotografiert, halt mal versucht. Ja, und dann kam natürlich noch der Landmaschinenspezialist. Und wenn man hier so sieht, das habe ich zum Beispiel fotografiert auf Zeitautomatik, habe auf 1500 oder 1600 gestellt, um das mal auszuprobieren. Hat auch wunderbar funktioniert. So. Ja. Hund. Immer im Schatten, eh klar, aber eh viel zu warm. Ja, das war dann die Wehrmachtsquelle. Ne? Die habe ich so jetzt nicht ganz drauf gekriegt. Da guckt man gleich nochmal die Handyvideos. Das sieht jetzt hier so aus, als könnte man da so einfach dran gehen, aber du kamst sehr schlecht an die Quelle. Du musstest hier über diese Umrandung, über die Einfassung gehen. Das ist ja alles sehr glitschig gewesen und von da oben aus ging das nicht. Ich hätte gerne mal einen Trinkbecher drunter gehalten, aber das ist jetzt die erste Quelle, wo du mal richtig schlecht dran kamst. Eventuell, laut meines Wissens nach, ist das natürlich Trinkwasserqualität, weil diese Quelle tatsächlich zur Wasserversorgung für die Ortschaften da auch benutzt wird. Ja? Also diese Quelle, das ist wohl das Wasser, was da nur überflüssigerweise überläuft. Und diese Quelle und noch eine andere Quelle werden angezapft, um hier die Trinkwasserversorgung da sicherzustellen in einigen Ortschaften da. Also ist das mit Sicherheit Trinkwasser. Laut Quellenatlas, ein Quellenatlas, ist das auch so. Aber du kommst da wirklich schlecht dran. Das kann man nachher auf den anderen Bildern einigermaßen sehen. Ja, hier verlassene Bahnstrecke. Habe ich einfach nur mal ein Bild gemacht. Aus Langeweile. So, hier auch wieder. Hier siehst du, dass das sehr stark überstrahlt und hier so ein Lichtschein wirft. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das chromatische Apparationen sind. In dem Fall würde ich sagen, no. Und die Sonne ist hier volles Fund draufgeballert. Ne? Also ich sag mal chromatische Apparationen. Nein, aber es überstrahlt halt hier an den helleren Flächen ziemlich. Was natürlich ein gewollter Look sein kann. Und dann ist mir bei der Gelegenheit was aufgefallen. Vielleicht hat es der ein oder andere auch schon gemerkt. Und das werde ich mir auch sehr gut notieren. Dieses Objektiv kann Bubbles. Und zwar schöne Bubbles. Das ist dann eins, was ich mal wieder mitnehme auf den Weihnachtsmarkt. Nur mal so zum Testen, wie die Bubbles sind. Das sind so Sachen, wo ich mir dann notiere, nimmst du noch mal mit. Beim letzten Objektiv habe ich es vergessen. Ich habe beim letzten Objektiv auch gesagt, nehme ich mal mit auf den Weihnachtsmarkt und teste das noch mal durch, habe ich wieder vergessen. Muss ich noch mal nachgucken, was das für ein Objektiv war. Ja, keine Ahnung. Das auf jeden Fall werde ich notieren und werde mir da mal eine Notiz für machen zur Wiedervorlage. Ja, da mal ein bisschen so noch auf dem Weg zu der anderen Quelle rumfotografiert. Hier hätte, das ist natürlich sehr scharf, das kann man hier sehen, man kann jedes Spinnweben erkennen.
Aber das ist ein Vogel hier, das sind die beiden Augen, das ist schon der Schnabel hier. Hier hätte ich natürlich mal mit HDR versuchen können. Ja, aber leider waren da im Hintergrund zwei andere Hunde, die rumgestresst haben. Muss ja auch nicht sein. Ja, hier hätte ich auch mal mit HDR versuchen sollen. Aber man kann sehen, gestochen scharf. Dann kam hier die nächste Quelle. Es ist mir der Name entfallen. Hier ist es wahrscheinlich so, dass das Ganze trinken, aber das ist anscheinend nicht die richtige Quelle. Da bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen. Das kann man nachher sehen, auf den Handybildern. Vielleicht habe ich ein Bild davon gemacht. Auf der anderen Straßenseite war dann der Quellteich. Und an dem Quellteich oben soll die eigentliche Quelle sein, so wie ich gelesen habe. Die Hauptquelle. Ja, aber das war das, wo du hier dran kamst und kannst natürlich mal schön kühl Wasser trinken. Hier kannst du wieder sehen, wie scharf das Objektiv abbildet. Das ist mit 1,9. Ah, hier habe ich mal das anvisiert. So, ja, mit 2,8. Und dann ist das hier wieder freigestellt, auf Deutsch gesagt. So. Hier auch. So, wenn du das anvisierst, dann ist das hier scharf, auch klar. So. Wenn man sich das hier mal anguckt, jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht hätte man aus dem Bild noch ein bisschen rausholen können, glaube ich aber eher so nicht, weil das ist ein Giebel von so einem Haus und das würde den Charakter dann irgendwie nehmen. Ne? Also auch unbearbeitet und das mit diesen Schattenspielchen hier drin, hell dunkel und den ganzen Kram, das ist richtig, richtig genial. Das ist richtig gestochen scharf. Blümchen vom anderen Straßenrand auch. Ne? Braucht man über die Farben, braucht man nicht diskutieren. Das ist genau so, wie man das live vor Ort sieht. Farben sind wirklich hervorragend, kann man überhaupt nicht drüber meckern. Ja, hier kommen wieder die Kandidaten, wie immer. Ne? Und zwar ist das hier offen fotografiert. Und wenn man sich das hier anguckt, dann hat man hier auch direkt die schöne Freistellung. Dieses Ding ist ungefähr 5 cm hinter dem anderen Männlein, das hier auch. Und das hier ist so 10 cm, 15 cm weg. Ne? Und das mit 1,9, wenn man sich das hier anguckt, ist das schon sehr, sehr scharf. Ich fokussiere immer wieder auf dieses Auge, das hintere Auge, also das linke Auge, von dem aus gesehen das rechte Auge. Das ist mit 2,8. Da hat sich das ganze Thema schon erledigt. Da ist das wirklich richtig scharf auf dem Auge. Wenn du natürlich jetzt einen Menschen fotografierst, musst du aufpassen, ob 2,8 in diesem Falle bei dem Objektiv schon reicht. Weil hier vorne ist bei dem kleinen Püppchen und das sind dann vielleicht 5 mm von dem inneren Auge bis hier vorne die Nasenspitze. Ich gucke immer nach oben, da steht das Ding. Und dann ist hier schon unscharf und hier ist scharf. Ne? Da musst du natürlich gucken, wie weit ist dein Modell von dir weg? Was für eine Blende und wie weit ist das Modell, wenn du ein Modell damit fotografieren willst, vom Hintergrund weg? Porträtobjektiv würde ich mal sagen, ja. Aber aufpassen. So, hier hast du dann zum Beispiel Blende 4 und hier 5,6. Und dann ist hier diese Freistellung zum Beispiel zu diesem kleinen Püppchen 5 cm weiter weg. Die ist natürlich jetzt schon verschwunden, auf Deutsch gesagt. Und selbst die hier hinten, die ist jetzt auch nicht mehr so der Hit. Also müsste dein Model, wenn du es dann als Objektiv für Porträts benutzen willst, müsste dann schon etwas weiter wegstehen. Vom Hintergrund. Das ist bei 5,6 richtig scharf. So, wenn man das hier sieht, das ist jetzt mit 1,9 gemacht, ja. Da ist das so ein bisschen soft hier, so ein bisschen, wie nennt man das heutzutage, dreamy look, ne. Ja, ist ganz nett. Ich hätte die andere nette Dame ein bisschen mehr anders hinstellen sollen. Aber da sieht man schon, die ist entfernt. Ein Meter unten. Ah, 60 cm ungefähr, ja. Ist dann schon die Freistellung nicht mehr der Hit, selbst bei 1,9. Ne? Also heißt das, Model weiter weg vom Hintergrund. Und dann geht das. Das haben wir ja bei den Blumen gesehen, die Blumen und der Hintergrund war dann direkt schon verschwommen. Das muss man also wirklich ausprobieren. Das ist mit 5,6. Dann ist das sehr schön, sehr scharf. Mir gefallen die Farben auch, deswegen habe ich die Mädels hier extra so in solchen Farben hier angezogen mal. Dieses Blau ist tatsächlich das Blau, was ich hier sehe und das Rot, das passt hundertprozentig. Die Farben sind perfekt. Manchmal ist das so, wenn du hier dann in so einem Programm den Weißabgleich manuell setzt, ja, wenn ich hier mit dem Cube oder mit der Karte hier
den Weißabgleich dann setze, dann sieht das trotzdem nicht mehr so gut aus. Also es ist nicht immer so, dass ein korrekt gesetzter Weißabgleich auch automatisch gut aussehen muss. Das sollte man nicht vergessen. Das muss man ein bisschen nach Augenmaß auch machen. Aber da mache ich irgendwann, wenn ich mal Langeweile habe, im Winter ein gesondertes Video nochmal zu. Ne? Jetzt erstmal rausgehen, das schöne Wetter genießen und ein bisschen rumwandern. Ja. Uetzerquelle, wie ist das? Uetzerquelle. Habe ich wieder vergessen, wie die eine Quelle eben hieß da. Aber ist egal, ich schreibe das da, die Daten schreibe ich ja sowieso wieder rein. Ja, dann gucken wir mal ganz kurz hier bei den Handybildern. Ja, das ist dann hier nochmal so eine etwas größere oder weitwinkligere Aufnahme von dem Camp Konrad, ja. So. Und ich habe gedacht, du kannst vielleicht mal drumherum gehen oder so, dass da so ein Trampelfahrt wäre, ist nicht der Fall. Das ist schon wieder auf dem Rückweg hier, ne. Das kann man das leider nicht erkennen, aber das Gras, da bin ich nicht reingegangen in das hier, ja. Aber das Gras, was so hier unten ist, das ist gerade mal knöchelhoch und da fängst du dir schon Zecken ein. Dann fängst du nicht drüber nachzudenken an, in so kniehohes, hüfthohes Gras zum Durchwarten. Und schon mal ja nicht mit kurzer Hose. So, habe ich dann mal versucht hier. So, das ist diese Wehrmachtsquelle und hier kann man das sehen. Hier kommst du also sehr, sehr schlecht dran, von hier oben auch. Da müsste ich da hinknien und müsste versuchen, ja da irgendwie Wasser abzuzapfen. Das ist gar nicht so einfach. Ich sag mal ja, hat Trinkwasserqualität. Eiskalt. Richtig cool. Ja. Ne, so sieht das dann aus. Richtig cool. Und ist nur ein paar Minuten entfernt. Unten in der Ortschaft ist ein Parkplatz. Muss ich mal gucken, ob ich den da verlinke. Da kann man gut parken. Und wenn du auf diesem Parkplatz parkst, kannst du zur Wehrmachtsquelle gehen und du kannst von da aus dann auch, gehst halt wieder zurück und gehst dann 4 Minuten nur, also das hier ist eine Viertelstunde bis hierhin und dann gehst du wieder zurück, gehst du zu dieser anderen Quelle und das ist dann 4 Minuten ungefähr von dem Parkplatz aus. Das heißt, diese beiden Quellen liegen direkt beieinander, kannst du von einem Ort aus, ja. Da war auch eine Gastwirtschaft, wenn es dann dürstelt, kannst du vielleicht da was, ein bisschen was trinken. Die hat leider heute geschlossen, da stand ein Schild dran, heute Ruhetag. Ja, okay. So, und das ist dann halt diese andere Quelle. Genau dieser Quelle gegenüber ist dann so ein Teich. Das sieht aus wie so ein privater Gartenteich. Und das soll eigentlich die Hauptquelle sein, der Hauptquellteich sein, so wenn ich das richtig gelesen habe. Ne? Ich habe echt den Namen vergessen, ne? Aber okay, dann hat man 2 Quellen damit abgearbeitet. Die erste Quelle war das Dupacher Drees halt, dann ganz am Anfang, wo du dann zum Adenauerhaus gegangen bist. So hättest du dann im Prinzip 3 Quellen abgearbeitet und zu bemerken sei dabei aber nur, dass Dupacher Drees ist so ein Mineralbrunnen. Das ist was ganz anderes wie diese anderen beiden Quellen. Die Wehrmachtsquelle und diese Quelle hier, das ist richtiges Trinkwasser. Obwohl auch beim Dupacher Drees und an anderen Dresen, da zapfen die Leute sich auch kästenweise Wasser ab, ja, oder in Geroldstein und so, ne. Hier wäre das auch ohne Probleme möglich. Ja, das ist richtiges Trinkwasser. Das muss man halt überlegen. Den Unterschied Dupacher Drees ist, diese Drees sind so eisenhaltig oder sind Mineralquellen, haben ein bisschen Kohlensäure und den ganzen Kram, ja. Wenn du auf die Idee kommen solltest, Richtung Salm zu fahren und fährst dann bis nach Wallenborn durch, wo der Brubbel ist, das ist auch so ein Kaltwassergeysir, so ein kleiner, da ist in Wallenborn, wenn du reinkommst, da gibt es auch einen Drees. Der ist etwas versteckt. Direkt, wenn man reinkommt, muss man in so eine Seitenstraße reinfahren, ganz hinten durch, da ist auch noch was. Ja, aber wie gesagt, muss man Spaß dran haben. Ja, das war dann das Objektiv im Großen und Ganzen. Leider waren das jetzt nicht allzu viele Bilder, weil das war jetzt nur eine Kurztour. Steht aber fest, dass ich mir hier mal eine Notiz mache, muss nur überlegen, wie ich das in meine Datenbank einfüge, für eine Wiedervorlage mal zum Weihnachtsmarkt wegen der Bubbles. Das würde mich bei dem Fujinon doch dann sehr, sehr interessieren. Ja, ist für mich eine klare Kaufempfehlung. Wenn man so ein Ding in die Finger bekommt, dann kann man definitiv mal so einen Adapter hier verwenden. Ich bin jetzt ein klein wenig überfragt, aber wenn hier schon draufsteht X Fujinon, dann gehe ich davon aus, dass das auch an die ganzen X-Bajonette von Fuji dran passt. Wäre dann bei moderneren Kameras vielleicht dann so, dass du halt keinen Autofokus hast, ne? Die haben doch immer noch X-Bajonette, oder? Ich bin da noch nicht so ganz drin. Ich bin da gerade mich am Durchlesen wegen der neuen Fuji. Ja. Also,
Sehr empfehlenswert. 1,9 ist auch eine ausreichende Lichtstärke. Manche Sachen, du kannst natürlich hingehen und freust dich immer wieder über 1,2er und so und was weiß ich, was da von Porst und so gibt. Die haben zwar ihre Daseinsberechtigung, aber ob es unbedingt sein muss, ist dann eine andere Frage. Sehr schön, sehr schöne Farben, hat alles super gepasst. Schärfe hat super, super gepasst. Der Fokussierweg, lass mal da noch mal ein bisschen schnell gucken, ist ungefähr, ja, 100 Grad oder was, ne? Ja. Ist aber angenehm, passt gut. Ja, Kaufempfehlung, würde ich sagen. Wenn ihr das irgendwo findet, nehmt es mit. Ist sogar eine Sache, wo ich sagen würde, wenn man Objektive sammeln will und wenn man hingeht und sagt, so pass mal auf, ich möchte Fuji-Objektive zum Beispiel sammeln, dann ja. Ich habe, glaube ich, noch ein 135er Fuji jetzt in die Finger bekommen. Das müsste ich dann auch mal testen, aber das ist natürlich bei solchen Gelegenheiten wie heute vollkommen uninteressant, vollkommen ungeeignet. Ja, da war das schon wieder mal zu viel Brennweite. Aber egal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und den Rest verlinke ich euch unten rein. Und fahrt da ruhig mal hin, wenn ihr in der Gegend seid und geht ein bisschen spazieren. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.